So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Ah, die Stimme ist immer noch kaputt. Wir sind in Meiningen und wir wollen wieder Eier brüten. 12 Kilometer Eier und das Ganze dreimal. Wir sind jetzt hier auf dem Spielplatz. Wenn man sich das mal angucken kann. Das ist der Spielplatz. Sieht eigentlich aus wie ein normaler Spielplatz. Ne? Hier ist überall weißes Zeug. Sieht aus, als hätte es geschneit, aber irgendwie haben die Kinders. Die Kinders von den Blocks wieder einfach nur Unfug gemacht. Sieht aus wie auf der Müllhalde hier, keine Ahnung, kannst du nicht mehr fusen. Und das Ding vor mir hier, diese Linie 11, hat Pupsi damals als Pokestop eingereicht. Hat sie mir gesagt, jetzt ist es auch ein Stop geworden mittlerweile. Kann man auch im Spiel finden. Ich möchte jetzt aber die erste Fuhre Eier ausbrüten. Dafür stelle ich mich mal hier irgendwo hin. Hier ist Fahrplan, Sandgrube, ja. Hier ist an alles gedacht. Ich brauche nur mal was, wo ich jetzt die Kamera draufstellen kann. Dafür habe ich hier irgendwas gefunden. Das muss jetzt nur halten. Dann machen wir nämlich jetzt die erste Fuhre 12 Kilometer Eier auf. Sternstück ist auch an. Stimme krächzt immer noch vor sich hin. Da sind die ersten Eier. Ich drücke jetzt mal drauf und ich versuche es mal wie der Schilling. Ich drücke so komplett die Eier durch. Gleich weiter drücken, dass sich der Staub addiert. 9600, 19200, 24691, 31000, 35000. Man kann natürlich jetzt keine Pokémon vorlesen. 45000, 55000, ein Molung ist rausgeschlüpft. 60000 Staub. Lavitar dazu, 68000, noch hier ein Kapuno dazu, 77000, hier ein Eiskorpions, ne? 82000, noch ein Skalug und 89000 Sternenstaub für diese 12 Kilometer Eier. Das kann man ja machen, wer das noch nicht wusste, wer das beschleunigen möchte, man kann ja nicht nur die Geschenke beschleunigen, wenn man die verschickt und wieder auf das X unten drückt, dass man schneller zurückkommt. Auch beim Öffnen kann man auf X drücken, dass man schneller zurückkommt. Und ihr habt ja mal gesehen, eine Speedrunde Eierbrüten, wenn ihr euch einfach durchwuselt bei allen Eiern, sodass sie schnell rauskommen, der Staub sich addiert und ihr seht, wie viel insgesamt ihr mit einer Ladung Eiern und einem Sternstück Staub ihr rausgeholt habt. Jetzt müssen wir das Ganze noch bewerten. 1, 2, 3, 6, 9, 12. Wieso ist da unten noch eins? Hä? Das Lavitar hier unten? Ach so, ich bin im ausgebrütet Bildschirm, deswegen. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass das jedes Mal dann auf ausgebrütet steht. So, ich muss doch mal hier hin. Hier sehe ich besser. Ich habe nämlich vorhin noch Abenteuerrauch gemacht. Und in meinem Abenteuerrauch gab es Granbull. Wir können es aber bewerten kurz. Da gab es Granbull im Abenteuerrauch, es gab Capoeira, es gab Kamerupt, es gab Schlappohr, es gab Keifel, es gab Reptane und ein wildes Reptane saß noch daneben. Das waren die Sachen vom Abenteuerrauch. Jetzt die 12 Kilometer Eier. Wir haben ein Lavitar gebrütet, ein 98er Lavitar. Das ist auf jeden Fall fett. Da können wir eigentlich gleich mal ein Sternchen dran machen. Ihr seht auch, wie alt die sind vom 25.8. Dann haben wir hier Kapuno. IV sind nicht so gut. Noch ein Kapuno. Wenigstens 15 Angriff. Pionskora relativ schlecht. Skalück schlecht. Gladiandri schlecht. Lavitar, ja, nicht so gut wie das. Molung, aber wieder ein männliches Molung. Auch schlechte IV. Algit, das sehen die Werte cool aus. Aber trotzdem schlecht. Noch ein Gladiandri. Lavitar. Pampam. Haben wir ja unser 100er schon gebrütet, haben es auch schon auf Level 50 gezogen. Das waren 12 Eier. Ich möchte natürlich wieder 12 Kilometer Eier sammeln. Und dann machen wir das auch wieder mit dem Speedbrüten, dass die alle schnell aufgehen und wir sie dann noch bewerten. Also bis gleich in Runde 2. So, Runde 2 Speed-Eier sind fertig. Wir nennen es einfach jetzt die Speed-Eier, wie auch immer. 12 Stück wieder, die schlüpfen. Ein Sternstück ist an. Wir werden hier wieder komplett durchdrücken und gucken, wie viel Sternstaub wir insgesamt sammeln können, wenn wir alle durchdrücken. Wir drücken also auf das erste Ei. Ein Garnovil, 4800 Staub. Skalück hinterher, 9600. Absol,
Jetzt hätte man denken können, das ist einfach, wie viel es fürs Skalück gab, fürs Absol, aber nein. Es hat sich trotzdem gestaffelt. 24.000, 33.000, Capuno, 43.000, das nächste Molung, gefühlt keine Folge mehr ohne Molung, 52.000 mit Lavita, 59.000 Lavita, 67.000 Absol. Jetzt sehe ich erstmal, der Name steht ja eigentlich immer mit dabei. 75.000 Pionskora, da war ein Pampam, 83.000, noch ein Garnoville, also auch zwei Garnoville in dieser Folge. Haben wir ein weibliches Molung dabei? Ist es ein männliches? Ist es ein weibliches? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt bei gebrütet. Wir haben genau die Pokémon. Wir gehen jetzt aber hier wieder ab. Wir machen das Molung wieder als letztes. Wir gucken mal nach diesem Pampam. Hildburghausen, 29.08. Ist relativ gut. Ist ein 93er, glaube ich. Hildburghausen hier, Lavita, ja mal nochmal. Garnoville, richtig schlecht. Und jetzt von dem Garnoville an bis zum Molung weiter. 100er Garnoville wäre auf jeden Fall noch ein Highlight. Hier auch 15, 12, 15. Dann haben wir hier Capuno, schlecht. Wir haben Skalück 96. 100er Skalück fehlt auch noch. Bräuchte ich eigentlich zwei. Für die Familie ein schlechtes Absol. Ein 98er Pionskora. Kein Shiny dabei in der Folge. Kein 100er. Aber vielleicht Absol. Ich hoffe aufs Molung, ich hoffe wirklich aufs Pam Pam nochmal zwischendurch und, also jetzt gleich, pass auf, und Molung ist wieder ein männliches mit 11, 11, 11. War nix. Wir brauchen, was brauchen wir ja? 100er Garnoville, 100er Molung, 100er Skalück, 100er Gladiantri, ist auch gar nicht dabei gewesen jetzt. Ich finde die Ausbeute eigentlich cool mit zwei Pam Pam und zwei Garnoville und einem Molung ist es eigentlich eine fette Sache. Wir sammeln jetzt für Runde 3 Speed-Eier und dann gucken wir mal, welche Runde den meisten Sternenstaub gegeben hat. So, wir sind zurück mit Fuhre Nummer 3. Wir tappen wieder durch, wir machen wieder Speed-Eier. Wir drücken jetzt auf den nächsten, Sternstück ist gezückt. Wir tippen den Bildschirm an, haben das erste Skalück mit 8.100 Staub, Gladiantri hinterher mit 15.000, dann ein Lavita, das zählt jetzt wieder zusammen, 25.000, das nächste Lavita. Wir sind bei 31.000, Garnoville, immer noch auf der Suche nach einem 100er, 40.000, Absol, 48.000, Garnoville, immer mehr Garnoville, XL sind auch immer gut, schon wieder ein Molung, wir sind bei 58.000 angelangt. Capuno am Start, 64.000, das nächste Capuno. Vielleicht ist es wieder ein weibliches Molung, noch ein Molung, zwei Molung aus einer Fuhre, 78.000 mit Skalück. Ich weiß gar nicht, wo ich drauf drücken soll. Wir sehen auf jeden Fall, 607 ist höher als 599. Wir drücken einfach mal auf dieses, haben ein männliches. Wollen wir auf das zweite drücken, um zu schauen, ob es ein weibliches ist. 607 ist auch ein männliches. Also der ganze Kack umsonst. Wir gehen jetzt aber hier drauf, denn wir haben angefangen mit, ja, mit Capuno. Bewerten jetzt mal diese Fuhre. Das ist schlecht. Das hat wenigstens 3 Sterne, reicht mir aber auch nicht. Garnoville, oh, richtig schlecht, auch nur 2 Sterne. Absol, habe ich schon einen 100er, Mega Absol ist auch am Start. Dann Gladiantri, fehlt auch das 100er. Lavita, ja, Skalück, ja, Molung, haben wir ja schon gesehen. Nochmal Skalück, nochmal Garnoville, ich kriege einfach kein gutes Garnoville. Ich weiß gar nicht, was das beste Garnoville ist, was ich habe. Lavita auch schlecht und Molung haben wir hier auch am Start. Und letztens habe ich sogar hier noch ein Shiny Pantimimi gebrütet. Das aber natürlich nicht aus dem 12-Kilometer-Ei. Kann man ja aber trotzdem mal zeigen. Generell, was war das letzte? Das habt ihr, glaube ich, gesehen in der letzten Folge, ein Shiny Skalück und dazwischen ist jetzt eben dieses Shiny Pantimimi noch gekommen. Wir müssen ja immer 2er, 5er, 7er, 10er brüten, bis wir die ganzen 12er zusammen haben. Das war's jetzt schon wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, welches die höchsten Sternstaub
Was die höchste Sternstaubausbeute war bei den drei Fuhren? War es Nummer 1, war es Nummer 2, war es Nummer 3? Habt ihr aufgepasst? Was war das höchste am Speed-Eier brüten, was wir jetzt rausbekommen haben? Ich finde es richtig genial. Ich glaube, ich werde das jetzt immer so machen. Drei Fuhren so zusammengefasst, dann fix bewerten. Ich sitze übrigens hier am Strich. Wer das noch kennt, das ist der Strich in Hildburghausen. Das sind Bänke. Da hinten hat der Käse sich übergeben, ja. Hier haben wir abends immer gesessen und gefeiert. Wir melden uns zurück, wenn wir die nächsten Eier haben. Ich werde wieder drei Fuhren sammeln. Immer noch auf der Suche nach 100er Garnovil. Genau, das ist mein Ziel. 100er Garnovil. Da werde ich mich richtig freuen. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was habt ihr zuletzt gebrütet? Habt ihr schon ein weibliches Molung? Ich habe schon zwei. Wer bietet mehr? Peace out, Vorhaut, euer Ramses.